Nee, die Eimer verkaufen wir noch nicht. Gut, den Spachtel könnten wir verkaufen, aber ja. Ändern auf Spachtel funktioniert eh nicht. Die Möbel, die beiden passen irgendwie zusammen. Aber sonst auch irgendwas? Nee, das haben wir noch. Und die Stühle. Den hier. Den könnten wir ja nochmal hier in die... Nee, in der Ecke wirkt er verloren. Wenn man den da in die Ecke ballert. Wie kommt der im Schlafzimmer? Passt der hier irgendwo? So als kleines Nachttischschränkchen? Geht er noch näher ran? Nee. Noch weiter nach hinten? Nö. Nee, das sieht irgendwie komisch aus. Und hier können wir ihn auch nicht hinstellen, weil da die Tür ist. Aber wir könnten ihn auf die Seite unter den Spiegel stellen. Ja, wenn da mal nicht ein Farbeimer stehen würde. Komm hier weg mit dir, Farbeimer. So. Steht natürlich nicht mittig, weil der Spiegel auch nicht mittig hängt. So. Das, ja. Das ist doch ganz nett. Da ist quasi so ein bisschen, naja, da kann man irgendwelchen Kleinkram reintun und fertig. Hier hat man seinen Klamottenschrank, hier hat man seine Socken und Unterwäsche. Ja, bei dem Fenster könnte man eigentlich noch einen Schreibtisch oder sowas hinstellen, aber wir wollen das Schlafzimmer auch nicht zu voll machen. Das soll ein bisschen light sozusagen sein. Außerdem haben wir ja noch das Wohnzimmer, beziehungsweise die Küche. Und hier auch noch irgendwas. Ja, den Gaskocher, da haben wir auch noch Küchenschränke. Das Wohnzimmer hier ist soweit komplett. Das heißt, ja, da müssten wir die Küchenutensilien mal woanders hinschmeißen. So, damit wir hier mal ein bisschen frei kriegen. Das sind die Stühle für die Essecke. Ja. Die stellen wir auch hier nochmal hin. Komm schon, da. Und du kommst mal dahin. Gut. Der kommt auch mal weg. Zack. Ja, das ist jetzt total spannend, wie ich hier umräume. Ich werde auch nicht mehr lange hier spielen. Dann werde ich eine Aufnahmesession pausieren. Damit das hier ganz... damit ich das auch schneiden kann. Weil ihr habt jetzt wahrscheinlich irgendein Video gesehen, wo der zweite Teil dann ein bisschen auf sich warten lässt. Hier liegt echt viel Zeug rum. Vor allem weiß ich auch gar nicht, was das für ein Schrank ist. Kann man das auf die Stühle legen? Nö. Packen wir es auf den Boden. So. Zack. Der auch. Zack. So, wir brauchen hier Platz, weil wir hier eine Küche reinbauen wollen. Ja, das wird das... Das wird das Küchending. So. Zack. Der kommt einmal weg. Ja, haben wir Tee getrunken. So. Auch der Teller einmal weg. Ja, Eimer. Noch einen komischen Stuhl, der zu keinen anderen Stühlen passt. Super. Obwohl, das könnte... Ja, das könnten wir theoretisch... Wenn das nicht so ruckeln würde, hier im Schlafzimmer. Hier unter das Fenster stellen und den Stuhl dann dran. Als unser kleiner Schreibtisch. Jupp, das ist unser Schreibtisch im Schlafzimmer. Hier, ich komme mir vor wie im Jump'n'Run. Ein Regal, was wir sogar verwenden können. Nee, nein. Können wir das nochmal umdrehen? So, haben wir da auch noch ein Regal hingeböllert. Dann haben wir hier jetzt Platz. Zack, einmal weg mit der Heizung. Wenn wir den Briefkasten hier auch noch wegtun. Sind wir Postbote oder was? So, den alten dreckigen Teppich. Packen wir erstmal dahin. Das heißt, hier haben wir jetzt so ein bisschen Küchenzeug. Ja, Messerblock brauchen wir auch nicht. So. Die Spüle.
Die wollte ich hier an die Wand knallen. Wo ist denn der letzte Schrank? Da hinten. Du kommst auch nochmal her. Dich drehen wir auch nochmal um. Hahaha. So. Die Spüle dazwischen. Den dann daneben. Ah, okay, gut. Ja, dann haben wir schon mal so eine kleine Küche. An und für sich braucht man keine große Küche, oder? Hier jetzt noch zum Kochen drauf. Zack. Kühlschrank haben wir da hinten in der Ecke stehen. Der kommt dann hier daneben sozusagen. Ja, an und für sich bräuchten wir einen Küchenschrank mehr. Aber wir können das wegen der Steckdose da unten nicht in die Ecke verschieben. Ja, doof. Was haben wir hier oben eigentlich noch? Ach, noch ein Spiegel. Einen kaputten Spiegel. Können wir ans Bad hängen. Haha. Ja. Warum will er den auf Boden oder an die Decke knallen? Das kommt davon, wenn man die Tür nicht auf hat. Ja, da passt er doch hin. Auch wenn er doch hängt in der Mitte. Glaube ich. Der Spiegel hier reflektiert ja noch was, aber der da, der ist taub. Ja, schön. Gut. Egal, wie dem auch sei, wir haben hier viel zu viele Möbel, fällt mir auf. Die kriegen wir alle gar nicht unter. Weil hier haben wir unsere minimalistische Küche. Ah. Können wir den eigentlich auf den Herd stellen? Nein, natürlich nicht. Zack. Was ist das? Ein Schrank. Schön. Den könnte man eigentlich in den Eingangsbereich machen als Schuhschrank. Da müsste man die Küche allerdings ein bisschen abtrennen. Oh Gott, diese Lampen hier überall. Ja, das hier ist eigentlich so... Ja, das Regal hätte ich lieber gerne in der Ecke gehabt, aber das passt, glaube ich, wegen der Lampe nicht. Kann das sein? Ja, jetzt passt es hier in die Ecke. Na? Ja, naja, also... Ich bin ein bisschen unzufrieden, aber... Kann man nicht ändern. Wir haben auch keinen Schrank, der da drunter passt. Was ist das denn? Ist das der gleiche Schrank wie der andere? Ja, Tatsache. Nur in schrottig. Sind zweimal die gleichen. Ja. Die könnte man da hinstellen. So, gut. Na? Einmal unter das Fenster. Dreh immer falsch rum beim ersten Mal. Zack. So. Ja gut, ist jetzt nicht mittig unterm Fenster. Den könnte man als Raumtrenner noch missbrauchen sozusagen. Indem man den einmal hier dann hinstellt, hinter die Couch. Passt das? Nö, passt natürlich nicht. Doch, passt. Zack. Ja, das hat schon ein bisschen was. Dann hat man hier so eine Art Küche. Ja gut, das Ding kriegen wir jetzt... Ja, das kriegen wir nicht mehr unter. An und für sich hätte ich das hier eigentlich als... Ja, gut. Nur ist zu spät. Na, Essen? Teller passt nicht? Ah, legen wir sie dahin. Das ist auch ein bisschen was, was mich am Spiel ein bisschen irritiert, dass ich Sachen nicht aufeinander stapeln kann. Gut, okay, das Ding hier müssten wir dann hier auch mal als Raumtrenner hinklatschen, aber guckt euch mal an, wie breit. Und was ist das denn? Okay. Ja, gut. Ist eine gemütliche Sitzecke mit Briefkasten. Und asiatische Schriftzeichen. Warum auch immer man hier einen Briefkasten hat. So, der kommt jetzt mal in die Küche. Drehen wir ein bisschen per Hand. So. Klar, kann man hier auch noch als Raumtrenner hinbauen. Na, jetzt bin ich zu fett wegen der Lampe. So, gut. Ja, an und für sich, ich werde in der nächsten Aufnahme weitermachen. Das heißt, ich mache hier eine
Ein kurzer Schnitt. Wie ihr seht, haben wir ja hier das Schlafzimmer schon relativ weit bekommen. Das Bad haben wir auch bis auf Lampe. Und eine Toilette fehlt natürlich noch. Wobei ich überlege, ob ich nicht vielleicht doch hier noch irgendwie sowas abgrenze vom Schlafzimmer, vom Badezimmer. Und dann quasi die Toilette dann hier einbaue, sodass man vom Schlafzimmer aus auf Toilette kommt. Wie dem auch sei, wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Hier sieht man auch den Fernseher. Und hier die zugegebenermaßen ein bisschen schrottige kleine Küche. Gut. Ja, und vielleicht gestalten wir auch das Äußere des Hauses, aber ich glaube eher nicht. Ja, da geht der Fernseher wieder an. Ich würde sagen, falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, favorisieren, liken und derweil auch nicht vergessen, wenn ihr abonniert habt, die Glocke drücken. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.